Mahlzeit, meine Lieben, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World. Ja, wir machen heute auch Live-Action-mäßig weiter an unserem kleinen Kindergarten. Ich habe gedacht, wir machen heute mindestens zwei PXP-Gebäude, die dann einmal eine Toilette beinhalten sollen und dann eine kleine Fressmeile, genau eigentlich wie hier im Maya-Tempel, nur natürlich komplett auf Kinderbedürfnisse gebürstet. Ich denke, das Erste, was wir machen, wir werden erstmal unsere Attraktion hier vorne aufmachen. Dann sieht das hier gleich ein bisschen belebter aus. Erstmal überall die Preise auf Null stellen. Und du da oben auch. So, soll natürlich unser Kinderparadies sein hier oben. Und ich hoffe mal, ist das hier auch nicht offen? Dass es auch wirklich so ist, dass hier dann sich dann mehr Kinder rumtreiben. Ich weiß nicht, ob das Spiel so schlau ist. Aber naja, gut, wir reden hier von Rollercoaster Tycoon. Ich denke also nein. Gut, wir bauen heute erstmal eins oder zumindest mal gucken, wie weit die Zeit reicht. Und ich dachte, wir bauen sowas wie eine Art kleines Schloss. Ich glaube, wir fangen einfach damit an, dass wir erstmal unsere Läden hinsetzen und darum dann einfach mal freihand ein bisschen was basteln. So, was mögen Kinder dann am liebsten? Ich denke, dass die dann erstmal hier Zuckerwatte zum Beispiel und irgendwo gibt es bestimmt noch lecker Eis. Wir brauchen aber dann diese Gebäude, die wir selbst umbasteln können. Wo sind sie denn hin? Da sind sie. Also einmal. Wo ist denn Zuckerwatte? Da. Zuckerwatte. Und wir werden das natürlich dann ausrichten an dem Weg. Ich denke mal, ja, dass hier mindestens eins herkommt. Aber eigentlich hätte ich das gern eins nach hinten, weil natürlich das Gebäude nicht direkt an der Straße hängen soll. Das sieht nämlich so blöd aus. Deswegen werden wir erstmal so einen kleinen Weg da abmachen. Auch wieder die Ausrichtung bitte. Dann sagen wir mal so. Ah ne, warte mal. Eigentlich möchte ich, dass das hier ein anderer Weg wird. Was haben wir denn noch Schönes hier? Oh Gott, das sind aber auch ganz schön hässliche Wege hier. Diese hier, den haben wir bei den Ausgängen. Aber dieses Gelbe. Heidewitzka, sieht aber auch pervers aus. Naja, wir machen das erstmal so. Also so grob. Eigentlich könnten wir das sogar noch weiter nach hinten machen. Wir haben ja ein bisschen Platz hier vorne. Gehen wir einfach mal nach hier. Und, ich bin da, glaube ich, gerade ein bisschen abwärts. Kann das sein? Naja, schauen wir erstmal. Personal, Zuckerwatte, Hose. Da. Die hätte ich eigentlich gerne auf diese Ecke hier vorne. Nee, weil, warum? Weil wir hier nicht gerade sind. Ja, das dachte ich mir nämlich. Also nochmal weg. Terrain, planieren. So, machen wir uns erstmal eine vernünftige gerade Fläche, damit das hier auch funktioniert. Nehmen wir den hässlichen gelben Weg wieder. Machen den einen nach hinten und dann nach da. So, jetzt aber bitte. Nein, das war falsch. Da. Drehen, drehen, drehen. Und dann ungefähr. So. Zuckerwatte und ich denke, wir machen auch einen kleinen ein kleines Toilettenhäuschen hier rein, oder? Machen wir erstmal Zuckerwatte, noch irgendwas zum Knabbern vielleicht und die Toilette woanders. Was ist denn die Kleinen noch? Also Eis wäre echt cool. Wo ist es denn? Gibt es hier denn sowas wie Eis? Nicht wirklich. Sushi, Hamburger, Getränke. Imbissbude mit Süßspeisen. Ich glaube, dieses Eis, das war nur das Große, oder? Dieses Fertiggebäude, das gab es mit Eis. Wo war denn das? Ich hab's schon mal. Da ist es, genau. Eiscafé Sandy. Dieses komische Riesending hier. Naja, vielleicht klatschen wir das hier irgendwo her, aber na gut, dann machen wir hier erstmal eine stinknormale Getränke noch dazu. Eine Tränke für die Kinder. So.
auch ein bisschen drehen. Die hätte ich nämlich gerne hier. Ich glaube, die hätte ich lieber nach innen, nach hier. Tja, ich hoffe, wir sind denn auch halbwegs noch irgendwie am Gitter hier, weil wir müssen uns natürlich am Ende daran orientieren, wie wir die Wände hier bauen. Und das ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber mehr als erstmal so reinhängen, die Geschichte können wir nicht. So, dann haben wir Getränke und Süßspeisen. Ja, ich denke doch, dass wir vielleicht eine kleine Toilette hier mit reinbauen. Machen wir die nach hier hinten? Nee, ich glaube nicht, dass du an dem Ende des Weges sein solltest. Ey, das wird ein Krüppelgebäude, das kann ich jetzt schon sehen. Wir gucken nämlich mal, ich glaube, das passt vorne und hinten nicht. Dann nehmen wir uns nämlich die lustigen kleinen weißen Wände hier. Nach, ja genau, an irgendeinem von diesen Dingern müssen wir uns jetzt orientieren. Und ich denke, wir nehmen bald den hier, weil er an der Mitte hängt. Gibt es denn für diese weißen Wände nicht auch sowas wie dieses hier? Oder muss ich mir da selbst eins basteln? Naja gut, wir schauen mal. Also das erste Ding müssen wir natürlich vernünftig ausrichten jetzt. Und das geht ja bei Rollercoaster so gut. Da es das Spiel leider die Sachen vorgibt. So? Passt das? So, jetzt kommt es nämlich. Jetzt müssen wir das zweite Ding hier hinten dranhängen. Und auch das hier drüben muss an diesem Raster passen. Das heißt nämlich, dass wir das eigentlich dann hierher platzieren müssten. Da geht es nämlich schon los. Nee, nicht zur Gruppe. Diesen Schwachsinn mache ich nicht nochmal. So, jetzt müssen wir das hier nochmal abreißen. Das war die Info. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, das ist die Information. Nein, das sind die Süßigkeiten. Alles gut. So, weg mit dir. Und jetzt kann ich garantieren, dass das nicht mehr reinpasst. Die Zuckerwatte, da war sie. So. Ja, weil sich das hier. Ja. Mhm. Ich frage mich, warum ich das denn nicht direkt an der. An dem Raster von dem Gebäude hier. Weil das ist jetzt PXP, oder? Oder habe ich das jetzt richtig gewählt? Also das Gebäude nehme ich mal an, jetzt ist PXP. Wenn ich es mir nicht sagen würde, ihr seht überall das Raster, es passt perfekt. Wenn ich nämlich jetzt hier auf die Gebäudepersonal gehe und dann auf Zuckerwatte. Zack, schmeißt er mich genau aus diesem Raster, was ich gerade noch gebraucht habe, raus. Oder ist es das hier? Doch, das ist das. Aber. Ja. Jetzt ist es wieder das Falsche. Muss ich vielleicht danach die Wege bauen? Will das Spiel das mir das sagen? Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du mal hier aufhören rumzurennen, du Idiot? Hau ab. So, machen wir das nochmal. Jetzt muss ich mein Raster nur wieder finden. Also nochmal raus aus dem Blödsinn hier. So, da ist es wieder. Versuch Nummer 2. Gebäude, Personal. Und Zuckerwatte. Warum machst du denn jetzt das Gitter wieder aus? Und warum kann ich dich da jetzt nicht hinsetzen? Ich bin tiefenentspannt. Alles gut. So, machen wir uns großflächlich das mal vernünftig gerade hier. Und jetzt bitte. Schmeiß mich wieder raus aus dem Menü. Oh Gott, das dauert aber jetzt. Mit dem Drehen. So, einen Moment. Jetzt haben wir es doch fast, oder? Ich muss das jetzt nur ungefähr. Das ist doch keine 90 Grad. Das ist doch schräg. Das sehe ich doch bis von hier. Und das ist doch das ist das richtige Raster, oder? Und wir stellen es einfach mal hin. So, also. Das war das. Und jetzt die Toilette noch dahinter. Mal gucken, ob wir die jetzt auch noch eingerastet bekommen. Parkservice. Nein, nicht Infostand. Toilette. Ja, hat mich erstmal wieder komplett rausgeschmissen.
Ach, der hat mich ganz rausgeschmissen aus dem. Nee. Drehen, 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 drehen. Kann ich dich lieber ein nach da? Kann ich dich auch nach da stellen? Warum geht das hier nicht? Weil der die Mauer am Weg ist oder was? Oder ist das Terror hier wieder? Muss ich hier meine Mauer ein bisschen zerstören? Was denn soll denn das mit der Scheiß zur Gruppe zufügen? Nicht zur Gruppe, du sollst den Scheiß abreißen. Ach, er löscht alles wieder, ne? Oh, dieses Spiel, meine Fresse, ja, dann lösch alles. So, von mir aus mache ich das nochmal offscreen. Ja, ihr merkt, ich bin wieder leicht gereizt, aber warum muss es denn so kompliziert sein? Es geht so einfach. Eigentlich, das ist Pillefaxen hier. Und an so einem Scheiß muss man sich mal aufregen. Ruhig bleiben. Alles gut. Wir machen es erstmal gemütlich weiter. So, also. Gitter. Und ich hätte jetzt hier gerne noch die Toilette bitte eingefügt. Nein, so. Nicht nach hoch, nach drehen. So. Einmal. Das ist wieder komplett schief. So. Haben wir das jetzt? Könnte ich Ihnen jetzt auch irgendwie halbwegs den Weg noch daran klatschen? Oh, das ist cool. Das geht schon nicht mehr. Das finde ich super. Ja, und das finde ich super. Mhm. Warum geht das nicht? Ich kann hier gar nichts ranmachen. Ich habe das Gefühl, das Ding ist wieder nicht auf der richtigen Höhe. Und weh, du löscht mir das jetzt. Ich möchte das... Ach, dann mach's halt beides weg. Ja, mein Gott. Ah, hat das ganze Gebäude gleich gelöscht. Ja, Mensch. Na klar. Gut, gut. Das ist schön. Ich mag dieses Spiel. Ich bin echt ein bisschen... Meine ganze Lebensentscheidung gerade ein bisschen zu hinterfragen. Warum? Warum? Ja, einfach nur warum. Gut, nochmal von vorne. Ich quäl euch da jetzt auch mittendurch. Ich mache hier keine Schnitte rein. Ihr seht denn mal live, was für eine Quälerei das eigentlich ist, hier schöne Sachen zu zaubern. Obwohl es eigentlich Pillefaxen ist sowas. Ich mache nochmal den Vergleich zu Planet Coaster. Wie schnell man da ein Gebäude rangesetzt hat und wie schnell man das arretiert hat an den eigentlichen Gebäuden, die man drumherum setzt. Warum muss das denn hier so kompliziert sein? So. Also, wir haben jetzt den eigentlichen Raster angelegt. Ja, eigentlich könnten wir den auch schon von mir aus zur Gruppe machen. Jetzt ist das ein Teil. So, und jetzt gehe ich hier rüber. Machen nochmal. Habe ich erstmal das Terrain hier vorne nochmal gerade. So. Gerade, wir machen es ganz groß gerade, damit hier nichts schief gehen kann. So, also. Wir fangen erstmal wieder an mit der Zuckerwatte. Die eigentlich da vorne war irgendwo. Wo ist sie? Ne? Also, Essensgetränke. Ja, Essens. Was sag ich immer? Essens. Essen und Getränk. So. Gitter ausrasten an. Aus. So rum. Nochmal Hill drücken, damit wir das hier ein bisschen schneller gedreht bekommen. Und sind jetzt, denke ich, ausgerichtet. Ja, er hat hier, ihr habt das vielleicht gerade gesehen, er hat mir das Terrain gerade wieder verschoben. Warum auch immer. Wo kommt jetzt das Wasser her hier? So. Also, und jetzt möchte ich gerne die Toiletten hier vorne noch ran haben. Mach mir das Gitter nicht wieder aus, es war alles richtig. Genau. Ja, sind wir wieder genau in einem Feld dazwischen. So. Und es gibt doch nichts Einfaches, als jetzt einfach hier meinen Weg darüber zu bauen. Aber nein. An was zur Hölle bist du denn jetzt ausgerichtet hier vorne? Ich möchte dich hier gerade rüberführen. So. So, das ist schon mal richtig. Und warum kannst du ich... Warum? Kann ich dich jetzt nicht hier ransetzen? Wieso? Was ist da am Weg? Mal ehrlich.
Das kann doch nicht erhöht sein. Ich habe die Scheiße doch alles hier auf eine Höhe gebracht. Warum ist das so schräg? Seht ihr das? Oh, Halleluja. Meine Fresse, ey. Da irgendwo ist da wohl... Keine Ahnung, ob da eine Erhöhung drin ist. Ich weiß es nicht. So. Jetzt zum eigentlichen Gebäude. PXP. Stück für Stück gelöst. Jetzt müssen wir das nämlich alles noch ein bisschen anpassen hier. Wo sind denn meine... Wo ist denn jetzt diese... der Tor? Da ist es. So, also einmal hier. Nicht aufstapeln. So. Und so. Das ist dann hier quasi ein Gang. Obwohl das hier ein bisschen zu eng ist. Das mache ich lieber mal einen weiter. Da können wir dann vielleicht noch ein bisschen Schabernack reinbasteln. Du kommst dann nochmal weg. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht so eine halbe Wand hier unten drunter machen, damit das ein bisschen eleganter aussieht. Ja, so gefällt mir das besser. Wunderschön. Oh ne, dann natürlich nicht, weil sonst kommen die ja eher schlecht dann ins Klo rein hier. Aber könnten wir das nach oben weiterschieben? Dass wir sagen, wir haben hier... Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Eigentlich schon, oder? Es guckt halt oben ein bisschen raus da, aber wir machen das mal. Wir machen das Dach hier dann eh noch hinterher. Doch, sieht ganz gut aus. Doch, das lassen wir so. So. Und jetzt werden wir hier vorne das Gebäude einmal hier. Ja, anscheinend ist das jetzt unser breiter Eingang. Eigentlich wäre cool, aber das könnten wir uns, glaube ich, knicken, dass wir jetzt hier vielleicht einen breiteren Gang reinmachen. Aber das kann natürlich dann ganz gut sein, dass ich dann alles nochmal von vorne bauen muss. Und ja. Weil jetzt seht ihr, der Eingang passt leider nicht hier vorne zu dem Weg. Das liegt immer daran, dass diese Läden hier einen unnötigerweise komischen leeren Platz haben. Das heißt, wenn ich den Weg jetzt hier abreißen würde... Oh Gott, das ist bestimmt ein richtig guter Fehler jetzt hier. Wartet mal. Wenn ich den jetzt hier wegnehme... Also wir haben ja jetzt hier ungefähr die Breite. Wie sieht das denn jetzt aus? Wenn ich hier einen breiteren Weg reinsetze, dann wird es ziemlich... Also fast genau passen. So kann ich gar nicht hier ransetzen. Ja. Ich kann diesen Weg auch nicht wegmachen. Wie gesagt, der ist fest hier vorne. Ich könnte jetzt so machen. Aber wir müssten eigentlich nach hier. Ups, das war falsch. Ja, und hier kann ich leider nur hier arretieren, weil hier vorne, also man kann immer nur, warum auch immer, an Wegen gegenüber den Scheiß ranmachen. Wir könnten natürlich einfach sagen, hier, ne? Mach den Scheiß nochmal weg und dann fangen wir hier an, den Weg zu bauen. Ach, jetzt kann ich das auch noch da arretieren, weil da mal ein Weg gewesen ist, oder was? Und so? Jetzt geht das wieder. So, kann ich dann jetzt einfach einen kleineren Weg nehmen? Das sieht zwar leicht dämlich aus, aber... ja, gut. Das ist ein bisschen... naja. So, dann machen wir erstmal hier die Warteschlange wieder ran. Die muss mich jetzt hier... Ja, ihr seht, die muss ein weiter. Vielleicht mache ich erstmal von hier ein. So und... So, gut. Machen wir das so. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt irgendwie halbwegs schön hier vorne diese Geschichte dran kriegen. Warte mal, machen wir mal kurz raus aus dem Menü. Ich muss wieder in das hier rein. Ich hätte bald gesagt, wir machen so einen Doppeleingang. Aber natürlich seht ihr hier vorne. Ja, die glitschen hier durch. Aber... Leider bleibt uns da wohl nichts anderes über. Mein Gott, dieser Weg ist aber auch hässlich. Warum ist der so gelb? Naja.
So, und dann machen wir hier das so. Und natürlich ist dann eigentlich dieses ganze Ding hier... Ne, so weit muss es gar nicht sein. Wir machen es mal nur so. Und dann machen wir das so. Das soll natürlich so eine Art Schloss sein. Deswegen ist hier oben. Na? Achso, nee, warte mal. Muss nach oben. So. Machen wir natürlich hier so eine Burgzinne. Heißt das Burgzinne? Ich glaube ja. Obendrauf. Achso, ich hätte vielleicht erst die Decke machen sollen, weil es kann gut sein, wenn ich jetzt die Decke hier drauf guck mal. Ah, das ist ja cool. Whimsy Rooftop. Ich glaube, das sieht noch ein bisschen bescheuerter aus. Das passt genau rein hier. Oh Gott, das ist aber auch ein Riesending dann. Guck doch mal dieses spitze Dach an. Wir könnten so ein Nur-Dachhaus machen. Das ist cool. Oh, das möchte ich machen. Aber oh, das passt genau hier ran. So, hier müssen wir eine Ecke ran machen. Andersrum bitte. Nicht? Möchtest du nicht dich? Nicht? Ist doch... Achso, das ist eine Spitze. Dann ist das das hier. Nee, es ist zu klein. Das hier? Ah ja, genau. Oh ja, das sieht aus. Sieht aus wie so ein Erdbeerhaus. Da guckt eine Ecke durch. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Das sieht super aus. Ein Nur-Dachhaus. Heißen die eigentlich so? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ich Nur-Dachhaus sage, da gibt es natürlich diese Häuser, die von unten bis oben eine Schräge haben. Also keine geraden Wände quasi. Mein Gott, das sieht aber auch jetzt aus. Oh, das ist eher schlecht hier vorne, ne? Tja, dann hätte ich wohl doch bei dem schmalen Weg bleiben sollen, oder was? Jetzt, wo wir denn diese Art machen, kann ich hier nochmal den Weg... müssen wir den jetzt so schräg rüberführen? Muss nach hier Weg, hier so hin. Da muss ich meinen Scheiß hier drüben nochmal abreißen. Achso, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal abreißen, weil das Spiel immer noch denkt, da ist irgendwo eine Verbindung, die mich da leider ein bisschen auf schiefen Wege bringen. So. Am Dackel. Muss ich so. Und das geht nicht, weil du hier vielleicht... Nein, mach doch mal da weg muss. Ja gut, damit kann ich leben. Da können wir nämlich uns auch hier vorne die den einen Torbogen sparen und machen dann hier. Na, wo bist du denn jetzt? Komm doch mal runter da. So. So. Ja. Das sieht herrlich bescheuert aus. Guckt euch das Ding an. Heidewitzka. So, und dann machen wir da oben, weil wir lustig sind. Und danach das Flachdach hier noch einmal ein auf. Burgzinne. Wo ist die denn jetzt? Achso, das Ding ist gar nicht in der richtigen... Sieht das toll aus? Ja, naja, das ist... Ja... Ja, ich weiß selber nicht so genau, ob das toll aussieht. Das wurde das hässlichste Gebäude, das ich jemals hingezimmert habe. Wie sehen denn die Flachdächer aus? Oh Gott, Whimsy Floor. Das wäre natürlich geil, wenn wir den Boden da unten reinbauen. Mehr Flachdächer haben wir hier nicht. Was ist denn das? Ist das wirklich so ein Fake-Gras oder was? Ja, ich hätte hier oben, glaube ich, einfach nur so ein Flachdach. Also so ein... Ja, das ist natürlich blöd, weil diese Dachschrägen jetzt hier eigentlich nicht mehr auf der... auf dem richtigen Grid sind. Wenn ich die nämlich jetzt runter mache, dann gucken wir hier überall raus.
Ich könnte das hier machen. Ups, das war falsch. Aber das bringt uns das, nee, natürlich hier nicht weiter. Gibt es denn so eine Halbdächer oder sowas? Ich weiß nicht, ob ich dieses Ding jetzt komplett spitz bis oben hin machen möchte. Eigentlich hätte ich hier gerne... Ja, das wird jetzt viel zu hoch, wenn ich da jetzt noch so ein Ding ranklatsche. Vielleicht müssen wir beenden und wir machen ein zweites Gebäude quasi. Nehmen hier auch... Waren das die hier? Ich glaube ja. Und wenn ich die jetzt hier einfach reinsetze... Gerade so. Ja, ich denke, das können wir machen. Wunderbar, das passt auch. So. Gut. Ja. Dann sind das halt zwei Gebäude, das weiß ja hier kein Sau. Nur wie machen wir das Ding jetzt zu? Dann müssen wir dann wohl doch noch ein Teil von schrägen Rand klatschen. Vollkommen am Ausrasten. So ist eher suboptimal, denke ich mal. Da kommt ja keiner mehr rein. Gibt es hier keine Halbrohren von den Dingern? Was sind denn rote Decken hier? Wenn ich hier sowas rein verstecke, hätte ich bald gesagt. Ist das eigentlich die gleiche Schräge? Ich glaube, da müssen wir... Kann ich das vielleicht hier dran hängen? Wenn ich jetzt hier die Dächer nehme. Na, wo sind sie denn hin? Da. So. Dann sind wir ein Stück zu hoch. Ne, ich dachte, da müssen wir noch ein extra Gebäude nehmen. Also noch ein neues PXP. Dann die bescheuerten Dächer. Diese Spitzen hier. Und die müssen jetzt in diese Lücke hier rein. Am besten in der richtigen Höhe. Blöd ist nur, dass die jetzt oben so einen gelben Rand haben. Das haben die anderen nicht. Soll mir aber erstmal egal sein. Wir versuchen so ziemlich genau jetzt hier diese Geschichte ranzuhängen. Ein niedriger noch. Aber ich brauche keine Höheneinrastung, sonst ist das nämlich nicht genau. So. Hä? Ach so, ich bin schräg. Dann nochmal. Muss ich mich, glaube ich, erstmal an der richtigen Linie einordnen. Ist sogar eine ziemliche Lücke noch zwischen, habt ihr gerade gesehen, ja. Aber das sieht man von außen nicht. Das liegt an dem zweiten Dach oben. So. Ich weiß nicht, warum der diese Dinger, die ich eigentlich nicht brauche, immer wieder reinmacht beim zweiten Klick. Ja. Wir haben jetzt hier eine leichte Lücke. Schön wäre, hätte ich die jetzt einfach so markieren können, beide. Und dann nochmal ein Stück rüberschieben. So, Planet Coaster, ja? Habt ihr wieder einen Vergleich? Weil wir, jetzt haben wir nämlich hier vorne eine kleine Lücke drin. Aber vielleicht gibt es... Das sieht aber auch aus. Scheiße. Naja gut, vielleicht gibt es irgendwo diese gelben Linien hier, die ich mir vielleicht gesondert noch aufsetzen kann. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ja, wir haben heute das hässlichste Haus der Weltgeschichte gebaut. Es ist ein roter Klumpen geworden. Ja, wunderschön. Ich habe im Leben noch nie so eine schöne Sache gebaut. Alles klar, danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche dann. Haut rein.